Nein, kein Ferrari und auch kein Lotus. Das ist ein Tesla, der einzige schon heute für jedermann zu kaufende Elektrosportwagen. Das jüngste Facelift hat ihm den Beinamen 2.5 beschert, aber sonst wenig geändert. Er ist nach wie vor ein aufregender Hingucker. Doch die aufregenden Details sind nicht alles. Denn unter der Hülle steckt ein 288 PS starker Elektromotor. Der holt seine Kraft aus 6831 Laptop-Akkus im Heck, die binnen 3,5 bis 18 Stunden zu Hause aufgeladen werden können. Und sind sie erstmal aufgeladen, dann geht's ab. Nur 3,8 Sekunden braucht der Tesla auf Tempo 100 und liefert flüsterleise und in jeder Lage stets sehr spontanen und gewaltigen Vortrieb. Innen ist die Verwandtschaft zur Lotus Elise besonders augenfällig. Wenig Platz, aber tolle Details und sehr gute Verarbeitung und natürlich Hightech wie die Eingangsschaltung. Unterwegs entspricht die Fahrdynamik ebenfalls der Elise, das heißt wirkliches Go-Kart-Feeling, messerscharfe Lenkung, Sitzen tief über dem Asphalt. Das macht richtig Laune, zumal der Tesla ja fast kein Geräusch macht. Maximal summt er bei 1400 Touren etwa so laut wie ein kleines Tram. Obendrein kommt er mit einer Batterieladung bis zu 350 Kilometer weit. Übrigens kostet Strom für 100 Kilometer Fahrt unter 2,5 Franken, trotz des hohen Spaßfaktors. Günstig ist der Tesla deswegen allerdings keineswegs.